Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt Sie Chobi Hui. Gast im Studio ist heute Hanna Preuß. Genau. Herzlich willkommen, Hanna Preuß. Sie machen seit einem halben Jahr in Taipei bei Goethe-Institut ein Praktikum. Ja, genau. Ich bin schon seit 1,5 Jahren jetzt in Taiwan und es gefällt mir super gut. Genau, ich bin Praktikantin beim Goethe-Institut und freue mich heute hier in der Sendung dabei zu sein. Wie Sie gesagt haben, Sie sind seit 1,5 Jahren in Taiwan und ich gehe davon aus, dass Sie inzwischen bestimmt viele Reisen durch Taiwan unternommen. Hat es gestimmt? Ja, das stimmt. Also ich habe schon sehr viele Orte gesehen in Taiwan. Obwohl während der Corona-Zeit? Ja, während der Corona-Zeit war das teilweise etwas eingeschränkt. Aber insgesamt hat Taiwan, ist Taiwan sehr gut mit der Pandemie umgegangen. Deswegen war die größte Zeit, die ich in Taiwan verbracht habe, war relativ uneingeschränkt, sodass ich gut reisen konnte und mir auch einige Orte in Taiwan angesehen habe dann. Das ist toll. Dann können Sie uns bestimmt heute einige Orte vorstellen, aber Sie wollen zuerst über die Stadt Tainan in Südtaiwan vorstellen. Genau, also was ich mir gedacht habe, was ich gerne heute mit den Hörern teilen möchte, war meine Erfahrung in Tainan. Tainan ist eine Stadt im Süden von Taiwan. Ich habe eine Woche in Tainan verbracht damals bei einer Freundin von mir. Eine Taiwanerin? Genau, eine Taiwanerin und sie kommt auch aus Tainan ursprünglich, ihre Familie. Und deswegen bin ich damals auch nach Tainan gegangen, weil sie wusste, dass ich jetzt in Taiwan bin und dann hat sie mich eingeladen, sie doch einmal zu besuchen. Ich dachte eigentlich gar nicht so viel. Ich dachte mir, okay, ich schaue mir einmal Tainan an und hat mir wirklich super gefallen. Also erstens von der Atmosphäre her und zweitens geschichtlich fand ich Tainan auch sehr interessant. Deswegen kann ich das auf jeden Fall weiterempfehlen. Okay, aber bevor wir auf die Einzelheiten kommen, können Sie vielleicht zuerst mal verraten, wie sind Sie damals zu Tainan gefahren? Mit dem Bus oder mit dem Schnellbahn, Hochgeschwindigkeitseisenbahn oder? Ja, ich bin damals Bus gefahren. Es gibt sehr gute Busverbindungen von Taipei direkt nach Tainan. Ich weiß aber, dass es auch einen Schnellzug gibt, mit dem man wirklich super schnell, ich glaube, innerhalb von 2 Stunden von Taipei nach Tainan kommen kann. Deswegen ist das sehr praktisch, falls man nicht so viel Zeit hat. Ich hatte damals keine Zeitnot, deswegen habe ich den Bus genommen. Das dauert ungefähr 5 Stunden von Taipei und war aber auch eine angenehme Reise. Mhm. Unterwegs genau. Kann man bestimmt vieles sehen, ne? Genau, deswegen finde ich persönlich, wenn man die Zeit hat, ist eine Busfahrt immer ganz schön, weil man sich die Landschaft in Taiwan anschauen kann. Mhm. Gerade ich mag das Meer sehr gerne, deswegen finde ich das immer sehr schön, im Bus zu sitzen und aus dem Fenster zu schauen und das schöne taiwanische Meer zu sehen. In Deutschland habe ich das leider nicht. Ja. Mhm. Und gehe ich davon aus, dass Sie dann im Hauptbahnhof von Ihrer Freundin abgeholt wurden, oder? Genau. Also da nochmal einen großen Dank an meine Freundin. Sie ist damals mit ihrem Motorrad dann extra zum Bahnhof in Tainan gekommen und hat mich abgeholt. Mit dem Motorrad, ja. Und haben Sie zuvor schon mal mit dem Motorrad gefahren? Zuvor einmal in Deutschland, ja. Aber sehr selten. Also das war ich auf jeden Fall nicht so gewohnt, bevor ich nach Taiwan kam. Hier in Taiwan ist es für mich inzwischen normal, eigentlich alle kleinen Reisen mit dem Motorrad zu unternehmen. Aber bei diesem Mal, haben Sie keine Angst gehabt oder? Am Anfang war es schon ungewohnt, gerade weil in Tainan sehr viele Leute Motorrad fahren und auf der Straße ist dann sehr viel los. Es gibt Autos, sehr viele Motorräder, Fahrräder, schon sehr kunterbuntes Treiben. Und deswegen am Anfang war das auf jeden Fall musste man sich dran gewöhnen. Aber inzwischen ist das eigentlich ganz normal für mich. Okay, Sie sind ja von Ihrer Freundin abgeholt und wohin dann hat sie dich gebracht? Zu ihr zu Hause oder hast du dann die ganze Zeit in einem Hostel oder Hotel übernachtet?
Genau, also meine Freundin war sehr freundlich und hat mich direkt eine Woche bei ihr zu Hause aufgenommen. Ich habe dann bei ihr mit im Zimmer geschlafen und fand das super interessant, weil ich dann den Alltag von einer taiwanischen Familie sehen konnte. Genau, meine Freundin hat noch eine jüngere Schwester und ihre Mutter, die alle zusammen dort wohnen. Und das war dann echt interessant zu sehen, wie eine typisch taiwanische Familie in Tainan lebt, was sie so essen. Ich konnte mit der Familie auch zusammen Abend essen, mich mit ihrer Familie unterhalten. Genau, das war sehr interessant. Okay, ich gehe davon aus, dass ihr dann schon am zweiten Tag mit der Sightseeing begonnen. Was haben Sie denn zuerst gesehen oder wohin Ihre Freundin Sie hingebracht hatte? Genau, also von der einen Seite her finde ich Tainan sehr interessant, weil es historisch sehr viel zu bieten hat. Es war früher geschichtlich in Taiwan ein sehr wichtiger Punkt. Und deswegen kann man heute auch noch wichtige Schlösser oder Burgen aus der Zeit von früher sehen, wie zum Beispiel in Anping. Wir waren damals in Anping, das ist direkt am Meer. Und da kann man ein altes Schloss anschauen, das Anping Gubao. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Da haben wir eine Führung gemacht und haben einige Informationen zur geschichtlichen Entwicklung von Tainan gehört. Und das handelt sich um ein Schloss, aber nicht taiwanische oder chinesische Schloss, sondern? Ja, also was früher von den Holländern, als die Holländer Taiwan eine Kolonie errichtet haben, war Tainan die Hauptstadt. Und dadurch war das Zentrum oder die Hauptstadt der ganzen Insel Taiwans Tainan. Und in dieser Zeit wurde dieses Art Schloss oder Burg errichtet. Genau, oder Festung. War das, oder Festung passt hier wahrscheinlich besser. Okay, genau, und Das war sehr interessant, dass man über diese Zeit mehr hören konnte. Und diese Festung ist gut erhalten, sodass man die Festung jetzt noch besichtigen kann. Ja? Relativ gut erhalten. Teile wurden auch nachgebaut, sodass man jetzt sich noch super vorstellen kann, wie es damals aussah und einen sehr guten Eindruck bekommt, wie es in der Zeit der niederländischen Kolonisation in Taiwan zuging. Obwohl die Kolonisation kurz war, eigentlich etwa so 20, 30 Jahren, aber wie gesagt, diese Festung ist gut erhalten und so, dass man die wirklich noch sehen. Und die Holländer haben natürlich in Taiwan, vor allen Dingen in Tainan, vieles eingerichtet und so, dass man die auch noch sehen kann. Sie haben jetzt von den Anping-Guba gesprochen, aber dann, wo seid ihr noch gewesen in Tainan? Ich erinnere mich auch noch, auch in Anping, neben der Festung, gibt es auch noch ein altes Handelshaus. Das ist auch sehr interessant. Genau, da kann man hauptsächlich auch sehen, wie in der Zeit, in der die Holländer da waren, Handel getrieben wurde. Da haben wir auch eine Führung gemacht. Das fand ich interessant, weil dieses Haus jetzt von Bäumen bewachsen ist. Und das ist eine sehr besondere Atmosphäre da drin hat, weil man noch die alten Überreste sieht, aber jetzt von Bäumen bewachsen. Das war sehr schön. Viele gehen dorthin, um Fotos zu machen. Sieht sehr artistisch aus, aber auch geschichtlich sehr interessant, finde ich. Das war eigentlich eine Ruine und jetzt ist von allen Bäumen umgeringen. Und ich dachte, dass in der Nähe von diesem Ruine gibt es ein Café oder so und viele Leute besuchen gerne diese Café. Hat es gestimmt? Ja, wir waren tatsächlich auch danach, nachdem wir das besucht haben, in einem Café. In Tainan, das fand ich nämlich auch sehr schön, gibt es ganz viele kleine Straßen mit kleinen Cafés. Finde ich sehr gemütlich. Man kann sich da sehr schön hinsetzen, unterhalten. Und ich war im Frühjahr damals da. Da war es schon relativ warm, aber noch nicht zu heiß. Deswegen fand ich das sehr angenehm, sich da durch die Stadt zu schlendern und in einer von den kleinen Gassen einen Kaffee zu suchen und sich dorthin zu setzen. Und herrschte in Tainan eine andere Atmosphäre wie in Taipei? Also Taipei ist eine Großstadt und die Leute rennen fast, ja. Aber in Tainan ist etwas gemütlicher und langsamer. Genau, das ist auch, warum ich Tainan so gerne mag. Ich kam von Taipei direkt nach Tainan und in Taipei ist wirklich
viele Hochhäuser, es ist alles sehr schnell und viele Leute sind sehr beschäftigt. Und dann kommt man nach Tainan und fühlt sich direkt, ja, dass man sich ein bisschen ausruhen kann. Es ist sehr gemütlich und die Leute sind wirklich sehr freundlich, fand ich. Also gerade auch zu Ausländern. Es ist mir ganz oft passiert, dass Leute auf der Straße, die irgendwas, Getränke verkaufen oder Essen verkaufen, sich immer sehr gefreut haben, wenn sie mich gesehen haben und ganz nett mit einem gequatscht haben. Das finde ich wirklich in Taiwan immer sehr schön und besonders in Tainan fand ich, die Leute waren sehr freundlich. Die Stadt Tainan ist etwas altmodisch, langsamer, aber es ist doch eine Kulturstadt und so, dass man dort wirklich sehr viele kulturelle Aktivitäten mitmachen oder überhaupt viele Museen und Galerien und was besichtigen. Ja. Genau. Was ich mir auch vorstellen kann, was sehr interessant ist für ausländische Personen, ist der Konfuzius-Tempel. Es gibt einen sehr großen und finde ich sehr schönen Tempel in Tainan. Da hat meine Freundin mich dann auch hingebracht und es war wirklich sehr interessant, weil ich kannte mich vorher nicht so viel aus über Tempel und wie die Religion in Taiwan hier so abläuft. Das hat sie mir dann alles erklärt und das war wirklich sehr interessant, weil dieser Tempel in Tainan ist besonders groß im Vergleich zu allen anderen Tempeln, die ich in Taipei oder in anderen Orten gesehen habe. Ansonsten, Sie sind ja bei der Familie untergebracht und dann schlafen Sie und essen Sie mit der Familie zusammen, mit einer taiwanischen Familie. Genau, ja, das fand ich auch ein kleines Highlight, weil das ist das, was man sonst als Tourist nicht so wirklich mitbekommt, wie wirklich der Alltag von den Leuten zu Hause abläuft. Und da hatte ich Glück, dass ich das erleben konnte. Vielleicht das Frühstück dort ist schon anders als das Frühstück in Taipei oder in Deutschland, oder? Also generell isst man in Taiwan in der Früh salziges Essen oft und auch eher auch Reis und Gemüse und auch Fleisch, Fisch, verschiedene Dinge. In Tainan ist gerade Meeresfrüchte, fand ich sehr gut, und Fisch dort, weil es direkt am Meer liegt. Und das ist für Deutsche schon ungewohnt. Deutsche essen ja in der Früh eher schlicht und dann mittags oder abends größer. Das war in Taiwan, also in Tainan, jetzt nicht so. Und generell, was viele Leute zu Tainan auch sagen, ist, dass das Essen ein bisschen süßlich ist, weil oft auch bei salzigen Gerichten ein bisschen Zucker hinzugefügt wird. Und deswegen ist das so der spezielle Geschmack von Tainan. Und dann zum Mittags essen die Leute in Tainan auch sehr viel, ne? Also überhaupt die Tainan-Bürger, die legen vielleicht noch mehr Wert auf das Essen als die Menschen in Taipei, habe ich den Eindruck. Denn die essen ja die ganze Zeit und was Gutes und die Taiwaner sprechen und essen sowieso ganz gern. Und man spricht immer von das Essen aus Tainan. Ja. Diesen Eindruck haben Sie auch? Diesen Eindruck hatte ich auf jeden Fall. Das haben ja auch andere Leute, andere Taiwaner aus verschiedenen Orten schon erzählt, dass das Essen in Tainan so gut ist. Und das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen, weil ich fand es wirklich sehr gut. Die Familie von meiner Freundin, wo ich war, die Mutter hat meistens frisch gekocht und sie ist zum Markt gegangen. Und das ist wirklich sehr schön in Taiwan, auch im Vergleich zu Deutschland, dass man hier einfach auf den Markt gehen kann und dann den Fisch kaufen kann, der in der Früh frisch aus dem Meer gefischt wurde. Und dann wird der direkt abends zubereitet. Deswegen finde ich, schmeckt man da auf jeden Fall den Unterschied, als wenn man in Deutschland Fisch bestellt. Heißt das, dass die Mutter ihre Freundin jeden Tag zur Markt gehen und einkaufen gegangen und dann kocht er auch jeden Tag frisch? Also solange, wenn sie arbeiten muss und es nicht klappt, dann nicht. Aber so gut es geht, ist es ihr Ziel auf jeden Fall, immer zum Markt zu gehen und frische Dinge zu kaufen. Die Familie von meiner Freundin, sie achtet auch sehr auf gesunde und frische Ernährung. Und das fand ich wirklich sehr freundlich auch von, oder allgemein von der Mutter total toll, dass sie sich so um ihre Kinder gekümmert hat. Und hat man auch gemerkt, dass in der taiwanischen Kultur gesundes, frisches Essen wirklich sehr wichtig ist, weil das die Art war, von der Mutter zu zeigen, dass sie sich gerne um ihre Kinder kümmert, weil sie wirklich, so gut es geht, immer zum Markt gegangen ist, frisches Gemüse gekauft hat und das direkt vorbereitet hat.
Also die genau. Mutter ist berufstätig, oder doch nicht? Ja, sie ist okay. berufstätig. Und trotzdem, hat solange... Hat sie Zeit genommen? Ja. Ja, okay. Dann wo wart ihr denn noch in der Stadt Hainan? Also ich gehe davon aus, abgesehen von den Konfuzius-Tempel oder diese Anpin-Festung, gibt es bestimmt noch vieles zu sehen, oder? Genau, also es gibt noch sehr vieles. Ich erinnere mich an viele Kaffeeshops noch, in denen wir waren, die auch alle sehr, sehr gemütlich waren und alle sehr schön von der Atmosphäre. Was mir jetzt auch noch einfällt, ist, dass wir Ausflüge unternommen haben. Ein bisschen nördlich von Tainan gibt es so Salinen, in denen Salz an- und abgebaut wird. Und da haben wir auch einen Tagesausflug von Tainan aus hin unternommen. Das fand ich auch sehr interessant, weil das wirklich in einer sehr eher abgelegenen Gegend war, wo Touristen, glaube ich, sonst nie besonders hinkommen. Und das war total interessant, hier das traditionelle taiwanische Landwirtschaft zu sehen. Genau, in demselben Tagesausflug sind wir dann auch noch so einer Austerfarm gegangen, an der in der Nähe von Tainan Austern gezüchtet und gefangen werden. Das ist anscheinend, habe ich gehört, auch ein traditionelles Produkt, was in Tainan gerne gegessen wird. Und das war sehr interessant. Da konnte man dann auch so ein Auster-Barbecue machen und es gab sehr viele direkt frische Austern zu essen. Das genau. ist natürlich ganz toll. Frische Austern und ganz billig eigentlich. Ja, ne? Also ich hatte vorher in Deutschland noch nie in meinem ganzen Leben Austern gegessen. Deswegen war das auf jeden Fall schon ein Highlight auch. Ja, wie gesagt, Tainan liegt am Meer. Insofern man kann sich es natürlich leisten, jeden Tag oder drei Mahlzeiten immer mit verschiedenen Meeresfrüchten zu essen bekommen. Das ist toll. Sie haben vorhin auch von diesem Salzpferd oder Salzberge gesprochen. Haben Sie in Deutschland sowas gesehen? Bestimmt nicht, ne? Sowas gibt natürlich nicht noch nie die Möglichkeit gehabt. Ja. Genau, deswegen war das für mich total interessant, dass man dann auf einmal so weiße Felder sieht. Das sieht erstmal aus wie Schnee, wenn man jetzt aus Deutschland kommt. Aber genau, in dem warmen Taiwan ist es natürlich kein Schnee, sondern Salz. Und das war auch sehr interessant, ja. Wenn man mehr Zeit hat, kann man tatsächlich diese Salzsaline einmal besichtigen, was ganz Besonderes ist. Und bei dieser Saline, haben Sie was gekauft oder gesehen? Oder wie kann man sich vorstellen, das ist nur viele Salzfelder. Man kann dort dann kennenlernen, wie man Salz gewinnen genau, aus dem genau. Meer also bekommt. Man kann da so verschiedene Führungen machen, wo dann erklärt wird, wie der Salzabbau in Taiwan funktioniert. Im Prinzip, was man sehen kann, ist eigentlich nur eine große weiße Fläche, bei der das Salz zum Trocknen liegt und dann so abgebaut wird und weiterverkauft wird. Es gibt da auch Geschäfte, in denen man verschiedene Souvenirprodukte kaufen kann. Natürlich Salz vor allem, was sehr frisch ist und direkt dort abgebaut wurde. Und verschiedene andere Mineralien noch, verschiedene so kleine Mineralsteine. Genau, und auch interessante Essenskombinationen mit diesem Salz direkt. Also ich glaube, wir haben damals so ein salziges Karamell, so Salted Caramel, gab es da ein paar Süßigkeiten und und auch so ein Salted Caramel Ice Cream, also Speiseeis. Genau, das war auf jeden Fall interessant. So, vielen herzlichen Dank für Ihre Tipps, Ihre Vorstellung, das war wunderschön. So, vielen Dank für das Zuhören. Das war's für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon waren Hannah Preuß und Chobi Hui.